Schön, dass ihr mich mal wieder in meiner Küche besucht. Heute werde ich mal wieder den Backwaren verfallen. Und zwar machen wir heute Marmorkuchen. Aber nicht, ja, keine normalen Marmorkuchen, sondern so richtig süße kleine. Dann gehen wir als erstes mal über die Zutaten. Wir brauchen 130 Gramm Butter oder Backmargarine, 130 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 1 Teelöffel Zitronen- oder Orangenzucker. Wir brauchen 1 Teelöffel selbstgemachten Vanillezucker oder ein Tütchen Vanillinzucker. Dann brauchen wir 70 Gramm Speisestärke, 130 Gramm Mehl und 1 Teelöffel Backpulver. Dann brauchen wir später noch 15 Gramm Backkakao und 30 Gramm Milch. Wir haben jetzt an Zutaten reingemacht, die Butter und den Zucker und die Gewürze. Das tun wir jetzt cremig rühren. Und zwar 3,5 Minuten auf Stufe 4. Ich kann es nicht hochlupfen. Guck mal, hier darfst du auf Stufe 4 machen. Auf die? Nee, das ist 3, 1 weiter. Jetzt mach aus, Max. Danke dir. So, jetzt ist es schön cremig geworden. Jetzt tun wir nacheinander die Eier dazu. Am besten schlagt ihr die Eier vorher einzeln in eine Tasse oder einen Becher und gebt sie dann direkt zu. Ganz einfach aus dem Grund, dann kommt garantiert keine Eischale mit dazu rein. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Der wunderschönste Kuchen und dann fällt mir doch tatsächlich durch den Deckel eine halbe Eischale rein. Ich habe mich vielleicht aufgeregt, das könnt ihr mir glauben. Also so ist es am sichersten. Einfach in eine Tasse reinmachen, dann könnt ihr es dann oben reintun. Beziehungsweise während es läuft, durch den Deckel dann dazugeben. Am besten stellt ihr den Thermomix einfach auf Stufe 4 und lasst jedes Ei mindestens 20, vielleicht besser sogar 25 Sekunden unterrühren. Jetzt kannst du reinmachen. So nach und nach durch den Deckel zugeben. Das Mehl und die Stärke des Backpulvers rühren wir jetzt kurz auf Stufe 3 unter. Jetzt machen wir noch einmal auf 3,5 und geben die verflüssigte Butter zu. Wir schütten jetzt die Hälfte von dem Teig raus. Der Kakao und die Milch, die werden jetzt zwischen 5 und 10 Sekunden auf Stufe 3 untergerührt. Nein. Jetzt tun wir den kakaohaltigen Teig noch raus, auch in eine kleine Schüssel rein. Hier die kleine Mini-Marmorkuchenform habe ich schon eingefettet. Wie ihr seht, habe ich hier so eine kleine Gugelhupfform. Die werde ich jetzt füllen mit unserem Teig, den ich hier in den Schüsseln habe. Ich mache es am liebsten immer mit einfach teelöffelweise einfüllen, dann wird es am gleichmäßigsten. Einfach immer. Und zwar mache ich das so ein bisschen schachbrettmustermäßig. Und dann der dunkle Teig. Hier haben wir mal die eine Hälfte und jetzt machen wir es einfach gegenläufig noch einmal drüber. Also sprich dunkler Teig auf hellem und heller auf dunklem. So, die zweite Lage haben wir auch drin. Jetzt kann man es entweder so lassen oder man kann es mit dem Teelöffel noch so ein bisschen rumrühren. Dann hat es mehr marmorigen Effekt. Die backe ich jetzt bei Umluft 165 Grad für 18 Minuten. Und dann zeige ich euch nachher mal das fertige Ergebnis. Also macht's gut dann. Tschüssi!